Die Wahrheit ist eigentlich nur allgemein, dass ich sage, wenn man was macht, was Leute verletzt, ist nicht nur der Freischein. Wenn es dich verletzt, bin ich aufgewachsen oder das ist mein Milieu. Wenn dich meine Musik. Das ist nicht die einzige grüne Karte, um zu sagen, alles reinzuwaschen. Weil wenn du, guck mal, wenn jetzt beispielsweise eine Frau sagt, weil das ist ein aktuelles Thema, das kann ich sehr gut erklären. Wenn eine Frau sagt, sie fühlt sich dadurch angesprochen, dass ich über eine andere Frau rede und sage, ihr Arsch ist geil, und sie fühlt sich dadurch beleidigt, dann hat sie erstens die Aussage falsch verstanden, das heißt, sie hat keine Ahnung von meiner Musik, und zweitens, dann soll sie sich nicht angesprochen fühlen, weil ich habe sie nicht angesprochen. Mich interessiert die Frau nicht. Also eine Menge Leute fühlen sich angesprochen, weil die sich aufspielen möchten. Ich interessiere mich nicht für die Menschen. Bei Shirin Bey, ich interessiere mich nur für einen Menschen. Bei ich interessiere mich nur in diesem Augenblick, wo ich diesen Song schreibe, nur für Shirin David. Und wenn eine andere Frau diesen Song hört, oder bei Million Dollar ist, ich interessiere mich nur für Katja. Den Song habe ich geschrieben und ich denke nur an Katja. Denke nur an ihren Körper. Ja, aber ich glaube, bei dem Song Shirin Bey sagst du ja, warum chillst du mit den Faggots? Du sagst, warum ist sie mit Schwuchteln unterwegs? Warum kannst du schwulen Leute nicht in Ruhe lassen? Wozu musst du sie in einen Song sehen? Als allererstes, leg mir keine Sachen in den Mund, sonst hast du ein persönliches Problem mit mir. Ich warne dich. Leg mir keine Sachen in den Mund. Ganz im Spaß. Bleib auch mal locker, ehrlich. Malcolm, wenn du als Weltverbesserer nicht weißt, warum ein Typ, der Dominanz ausstrahlen will in der Hip-Hop-Szene, das Wort Faggots benutzt oder Schwuchtel, dann hast du keine Ahnung von Hip-Hop. Wenn du nicht verstehst, warum wir sagen, ein anderer Mann, du willst einen anderen Rapper in seiner Ehre kriegen und benutzt das Wort Schwuchtel, wenn du im Jahr 2021 noch nicht verstanden hast, warum wir diese Wörter benutzen, dann bist du ein Heuchler. Also wenn du nicht verstehst, warum das schlimm ist, jemanden abzuwerfen. Das interessiert mich nicht. Ich bin in meiner Kunstform. Ich bin nicht bei dir in der Uni. Ich bin nicht bei dir im Wohnzimmer. Wenn ich bei dir im Wohnzimmer bin und deine Mutter kommt rein, dann benehme ich mich. Wenn ich in meiner Musik so rede, weil ich auf der Straße so rede, weil auf der Straße wurde so mit mir geredet und wir reden auf der Straße, ungefiltert. Und wenn du auf der Straße was zu sagen hast, wenn du jetzt auf der Straße kommst und du kommst zu mir und sagst, du willst nicht, dass ich das sage, dann komm doch und hindere mich. Machst du doch nicht. Das Ding ist, junge Kids bringen sich um wegen sowas und haben psychische Probleme. Junge Kids bringen sich um. Nein. Und du machst es so lächerlich darüber. So. Ich verstehe auch nicht, warum jemand lacht. So. Das ist genau dieselbe Debatte wie N-Wort oder all die anderen Sachen. Ja, komm. Und das Ding ist so, ich weiß, dass es nicht böse gemeint ist. Das ist nicht der Punkt. Es ist die Wirkung, die es hat, weil du setzt ja den gleich. Du sagst dir, um jemanden in seiner Ehe zu verletzen, jemand abzuwerfen. Chillt mal beide. Ey, komm mal bitte. Malcolm, weißt du, warum Leute sich umbringen, Dicker? Die haben ein Leben gelebt, was so hart war wie mein Leben, nicht wie dein Leben. Du hast gar keine Ahnung von Tod. Du hast keine Ahnung von Scheiße. Ich krieg gar nicht von dir jetzt. Du hast keine Ahnung von Scheiße. Ich versuch dich gerade nur zu beruhigen. Malcolm, du hast keine Ahnung von Scheiße. Du weißt nicht, warum Leute sich umbringen. Du bist soft. Was redest du von einem Thema, wovon du keine Ahnung hast? Was redest du von, man bringt sich selber um? Wolltest du dich schon mal selber umbringen? Es geht gar nicht um uns als Individuen. Denk nicht für andere Menschen. Du hast keine Ahnung. Ich will gar nicht über einzelne Menschen reden, sondern allgemein. Du hast keine Ahnung von Hölle. Du hast keine Ahnung. Du bist Takatukaland. Du bist Disneyland. Du redest aber warum greifst du mich jetzt als Mensch oder persönlich? Das ist die Wahrheit. Du hast keine Ahnung von dieser Thematik. Ja, aber vielleicht, wirklich, wollt ihr nicht mal, das wäre so ein Beispiel, wollt ihr das nicht mal in einem eigenen Raum erstmal vor? Nein, Digga, warum kann man sich nicht dazu positionieren, dass das scheiße ist? Aber warum kann sich der Raum nicht einigen, dass das scheiße ist? Dass man das nicht gleichsetzen kann. Was ist da weil, so? Da gibt's weil, keine weil, zwei ich, Seiten verstehe, ich verstehe eure beiden Seiten, aber gerade was ihr nun macht, ist hier gerade nur eine Machtdemonstration oder jeder geht dann nein, es gibt keine beiden Seiten. Da kann man gar nicht drüber streiten, dass das scheiße ist. Du kannst doch nicht jemanden abwerten. Und ihn dann Malcolm, ich verstehe deinen Punkt und ich denke, du hast vollkommen recht. Ich sage dir gerade, dass diese Diskussion total unnötig hier gerade aufbläht. Sogar ich werde gerade laut und Lustigung für alles, was da draußen ist. Und deswegen, das sage ich gerade, das ist nicht mehr der Ort, wo ihr gerade in Ruhe dazu kommen werdet, einen gemeinsamen Punkt zu finden. Genau. Malcolm, komm doch raus von deinem Ort, wo du da bist. Komm doch nach Berlin, so. Fahr hier ein bisschen rum und sag es den Leuten und versuch in einem anderen Milieu, in einer anderen Welt, versuch da mal den Leuten diesen Standpunkt klar zu machen. Geh doch mal hin. Das war ein Versuch gerade. Du kannst ja bald mit denen in ein Interview reinsetzen. Du bist hier im Internet, Digga. Ich sage nochmal. Ja, ich hab dir doch nichts getan. Warum bist du jetzt der Aggressor? Alles gut.
Ey, warum, alles entspannt. Richtig, chill mal, bitte. Chill doch mal, Melton. Melton, warum redest du jetzt so, Dings? Warum bleibst du? Was willst du jetzt von uns allen? Sollen wir jetzt alle auf eine Person draufspringen? Nein, alles gut. Wir sind d'accord mit dir, alles cool. Alles gut. Melton, guck mal, Melton, ganz einfach. Wenn morgen alle Rapper nicht mehr solche Wörter benutzen, ist die Welt gut. Das willst du hören. Alles okay. Alle Rapper hören morgen auf, Schimpfwörter zu benutzen, dann wird die Welt eine bessere Welt. Du hast recht. Ich glaube, was du sagst. Deine persönliche Ebene. Es ist eine Metaebene. Es geht um das Thema selber. Ich kenne dich nicht. Ich kann dich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie du als so warst. Das steht mir gar nicht zu. So, darum geht es gar nicht. Es ging um diese eine Sache. So. Es ging nicht um einzelne Menschen. Dann haben wir eine unterschiedliche Position dazu. Aber das ist nicht kein Beef oder so. Ich habe keinen Streit mit dir. Normal, wenn morgen alle Rapper richtig reden, also ganz lieb reden, dann ist die Welt eine heile Welt. Das willst du doch hören. Ich glaube, sie ist ein bisschen besser vielleicht, ja. Bullshit, heuchlerischer. Ey, ich glaube, was Merkel meint, ist nicht nach unten treten, sondern wenn dann nach oben. Und das ist auch das, was Hip-Hop immer ausgemacht hat, dass man nach oben tritt und nicht nach unten. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du das ja auch, Flair. Und das ist ja auch nicht böse gemeint, sondern wir können ja auch andere Worte benutzen, wenn man weiß, dass es jemanden verletzt. Genau darum ging es ja auch in allen Diskussionen. Es ging ja im Rap eigentlich darum, entschuldige, dass ich unterbreche, es ging ja im Rap gerade darum, dass man die Wörter benutzt, damit man den anderen nicht absticht. Aber das kennt so ein Typ wie er nicht. Er denkt, das Schlimme sind die Wörter. Er kommt nicht aus meiner Welt, er versteht nicht, wir nehmen die Wörter, damit die uns nicht umbringen. Warum hat der nicht du weißt nicht, wie ich aufgewachsen bin. Ich höre deine Stimme, dass du soft bist. Ey, ja, ist das so. Ich höre deine Stimme, dass du soft bist. Wie soll man so, also was ist das für eine Diskussionsbasis, wenn du aufgrund meiner Stimme mich meine Biografie urteilen willst? Digga, was ist das? Bleib locker. Ey, Junge, 20 Leute zeichnen das gerade auf, dass wir gleich schon bei YouTube landen. Wie man auf ein neues Level erreicht. Elektro-Stream. Bro, warte. Auch alles dieser, cool. Nein. Ey, sorry. Dieser Stream wird gerade live übertragen auf YouTube. Also yeah. Ist jetzt Next Level Shit. Also Berlin. Also aufpassen, meine lieben Freunde, was ihr sagt. Und der Punkt ist so, es geht nicht so heiß. Du, Flair. Ich versuch's mal. Ey, um 1:30 Uhr. Ich will dir gar nicht sagen. Ihr habt noch 7 Minuten. Lass mich das mal kurz. Ich will dir gar nicht sagen, mach, wie du das richtig hältst. Ich hab auch nicht das Gefühl, dass du ein Menschenfeind bist oder so. Ich versuche dir nur eine Perspektive mitzugeben, das, was für dich vielleicht harmlos erscheint und du hast deine Begründungen dafür, kann für andere Leute einfach viel ausmachen in deren Leben. So, das kannst du hinnehmen, kannst du dich lächerlich drüber machen, kannst sagen, meine Stimme ist soft, deswegen nimmst du mich nicht ernst. Ich nehme mich doch ernst, sonst würde ich gar nicht mit dir reden. Aber ich glaube, das ist angekommen, Bro, yo. Ich glaube, das ist angekommen. Guck mal, Merkel, nochmal, du möchtest sozusagen damit jetzt sagen, es ist angekommen, dein Punkt, dass wenn die alle nicht mehr so schlimme Wörter rappen, dann können wir nicht Leute kränken und dann geht es den Leuten besser. Wir sollen alle in Watte packen. Meine Art und Weise, wie ich lebe, ist, ich diskriminiere niemanden. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, welchen Song du meinst, dass, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich über Shirin David rappe und dann sage, häng dich ab mit den Faggots, dann meine ich, such den richtigen Mann. Wenn du den Kontext nicht peilst. Oder das ist nicht auf die Sexualität bezogen in dem Moment. Ja, lass mich, ich bin euch blöd. Lass mich dir nur zum Abschluss eine Sache erklären. Wenn du so wenig Ahnung hast, also nicht du, ja, sorry, Leute, wenn Leute so wenig Ahnung haben von dieser Musik, dann sollen sie einfach nicht hören. Dann sollen sie eine andere Musik hören und dann ist gut. Aber glaubst du, ich werde jetzt in meiner Kunst, in diesem Lifestyle, wie ich aufgewachsen bin, werde ich mich beschneiden, nur weil Leute meine Sprache nicht verstehen? Wenn du in mein Wohnzimmer kommst, dann musst du meine Sprache verstehen. Wenn ich in dein Wohnzimmer komme, dann muss ich mich bei dir anpassen. Du kaufst meine CD, du hörst meine Musik. Nicht ich bin zu dir gekommen, hab dich gezwungen, diese Musik zu hören. Das heißt, es ist völlig absurd, was du sagst. Erstmal macht jemand den Step und interessiert sich für Rap. Und wenn du dich für Rap interessierst, dann interessierst du dich für diese Subkultur. Und das ist ja das große Problem in diesem Land, dass so viele Leute von euch das nicht tun. Oder Medien das nicht übersetzen. Eure Aufgabe ist nicht, mir zu sagen, was ich rappen soll, sondern diesen Leuten mal zu erklären, wie es gemeint ist. Ja, okay, aber Flair, guck mal, wenn du jetzt auf einmal etwas sagst über Kanaken oder irgendwas über Schwarz oder sonst wen, das ist dein Song. Aber du bringst ja jemand rein, der nicht danach gefragt hat. Du sagst etwas über eine Gruppe, die nicht danach gefragt hat. So. Natürlich kannst du dich nicht wundern, wenn du den Song machst, wie auch immer. Du kannst dich nicht wundern, dass jemand darauf reagiert. Und ich glaube, dass wir unterschiedliche Sensibilitäten haben. Wenn du jetzt eine andere Gruppe angegriffen hättest,
hättest du mehr Gegenwind bekommen. Eine Gruppe, die keine Stimme hat, die schwächer ist, wird sich nicht... In Deutschland haben Bro, keine Stimme. Bro, dann greift doch gar keinen an, mein Lieber. Laberst du, Alter. Das ist nur eine Begrifflichkeit mehr nicht, mein Lieber. Hört ihr das erste Mal auf Deep Album an? Komm, wie die Rap. Malcolm, und wir leben hier in Deutschland. Deutschland ist ein Land, was jedem eine Stimme gibt. Laber doch keine Scheiße, Mann. Wenn ich irgendwas Falsches sage, Digga, dann blockiert ihr mich doch alle morgen wieder. Was laberst du, Digga? Wir leben hier in Deutschland. Das ist Homosex. Stop it, Mann. Ich bin raus, Alter. Wir haben keine Stimme. Jeder bekommt hier seine Stimme. Und das ist auch gut so, wie es ist. Und wir können auch gerne darüber diskutieren und streiten. Aber du wirst mir nicht Sachen in meinen Mund legen. Du wirst nicht meine Wörter nehmen und dann einen Artikel wieder darüber schreiben oder hier online sein. Ich habe das und das damit gemeint. Weil dann bist du nämlich derjenige, der denkt, er kann irgendwas von mir nehmen und das einfach mir Munde umdrehen oder das sozusagen. Nein, deswegen komme ich rein und dreht mit dir auf Bro, Augenhöhe. Bevor du mit mir redest. Ich habe uns auch mal einen Raum bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ehrlich. Mach doch mal was klar. Mach doch was klar für Hip-Hop. Was machen wir? Na, alles gut. Ey, alles wo gut. Probier das. Nee, ich mein's ernst. Wo arbeitest du überhaupt? Ich? Ja. Steht ARD, ZDF. Ich arbeite für das ZDF und die ARD. Mach mal eine Hip-Hop-Sendung fertig. Scheiße, Alter. Mit wem habe ich gerade diskutiert? Ey, ich bin raus. Ich bin raus. Ist schön. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass Flair jetzt raus ist. Ich finde es auch alles entspannt. Wir haben, lieber Chefkid, wir haben um 21 Uhr angefangen zu talken. Es ist mittlerweile 1.30 Uhr. Das sind sehr viele Stunden, auf jeden Fall. Aber Davut. Habe ich ihm irgendwas Falsches in den Mund gelegt oder so? Habe ich irgendwas Schlimmes gemacht? Frag ihn das nächste Woche. Um 21 Uhr geht's weiter. Ja, ich frage ihn um eure Einschätzung als Kollegen so. Ich war doch nett. Ich war doch freundlich. Malcolm, nein. Ich glaube, du hast auch einfach nicht... Also, du hast einfach... Dann hast du Flair nicht verstanden. Flair ist Flair. Und ich sage das ganz offen in diesem... Ich sage es ganz offen in diesem Diskurs. Ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe die Verletzung, wenn er das Wort Fergus hat. Und ich sagte, ich finde es auch falsch. Ich finde es auch falsch, dass in dieser Gruppe, wo wir die ganze Zeit immer über Inclusion und gegen Rassismus und so weiter reden, dass auch ständig immer noch halt behindert als negatives Adjektiv verwendet wird, obwohl behinderte Menschen zu 100% Teil unserer Gesellschaft sind. Aber das ist nicht etwas, was du an dieser Stelle irgendwo halt des letzten Endes lösen wirst. Und vor allem auch, wenn es darum geht, jemanden auch bloßzustellen, wo sehr viele Eitelkeiten auch einfach eine Rolle spielen. Auch das ist Teil von...